Herzlich willkommen zum Neumond-Horoskop für das Monat September. Der Neumond findet am 27. August im Zeichen Jungfrau statt. Das heißt, Sonne und Mond treffen sich in der Jungfrau. Wofür steht die Jungfrau jetzt? Die Jungfrau steht ja so archetypisch, das ist so dieses Erntedankzeits- im Jahreskreis ist es so die Erntedankzeit. Das heißt, man, man fährt die Ernte ein, die Erträge ein, man kocht ein, man ist vorausschauend, man ist praktisch, man ist etwas sparsamer für die harte Zeit, die kommt, für den Winter, der kommt, dass man, dass man keinen Hunger leiden muss, dass man eben alles gut einlagert, ähm, gut vorbereitet, dass man, dass man jetzt nicht alles äh, gleich ausgibt und, und, und dass man eben Dinge zurückhält. In der Planung, dass man jetzt eine Zeit lang keine Ernte mehr einfangen kann, dass das jetzt halten muss bis zum Frühling, bis, bis wieder die neuen Triebe kommen, bis man wieder aufmachen kann, äh, beziehungsweise ernten kann. Naja, und, und Sonne, und Mond treffen sich eben in diesem Zeichen Jungfrau. Übersetzt kann man eben wirklich sagen: Ja, rationell sein, planen sein, nüchtern sein, nicht zu überemotional sein. Das sagt einmal so diese Grundenergie aus. Aber wie, wie wir es ja schon gewohnt sind in letzt, in, in, von den letzten neumond-horoskopen bleibt, ähm, bleibt es spannend und es, es bewegt sich einiges am himmel. Ähm, es ist jetzt nicht so so überdrüber wie der august den du ja vielleicht gemerkt hast dass, dass du viele unfälle miterlebt hast viel viel krisen viel aufruhr erlebt hast aber es bleibt nichtsdestotrotz ähm, ja ein bisschen unangenehm für Leute, die gar nichts ändern wollen in ihrem Leben. Und da fange ich gleich einmal an mit der ersten Konstellation. Wir haben ein Mars-Quadrat. Der Mars ist ja in den, ja den Zwilling gewandert. Und ich, ich mache da noch ein Video drüber. Das kommt dann nächste Woche, also Mars im Zwilling, was das bedeutet. Aber du kannst dir mal vorstellen: Mars, Feuer plus Luft, das gibt schon mal, Puff. also das gibt schon einmal auf jeden Fall mehr Energie. Und die Energie ist auch in den Handel. Also Zwilling, Merkur steht ja auch für, das, für den Handel. Ja. Und, und aus dieser Ecke raus haben wir jetzt ein Quadrat hin zu, ähm, zur Sonne und zum Mond. Das kann durchaus bedeuten, dass man sagt: Okay, Druck, der auf der Wirtschaft lastet, ist spürbar und es, man muss sich mehr reduzieren. Und das kann natürlich auch eine gewisse Angst machen, das kann gewisse Zweifel verursachen, ähm, aber nur dann Zweifel, wenn man nicht gut wirtschaftet, wenn man nicht geschickt ist. Also da würde ich auf jeden Fall nicht jetzt sagen, ja, die Angst ist wegen der Ökonomie, sondern die Angst ist wegen deiner inneren Ökonomie, weil du selber wahrscheinlich irgendwo Verhaltensmuster hast, die nicht günstig sind für deinen Wohlstand. Und das kann da einen Druck ausüben. Das ist eben dieses Marsquadrat Sonne rauf und Mars-Quadrat Mond dazu. Äh, der Mars ähm, ist eigentlich auch so ein, ja, der hat dann noch ein Sextil zum, zum Jupiter äh, im, na, im Widder drinnen. Also Jupiter steht im Widder. Und der Mars steht im Zwilling und die machen dann Sextil. Und da kann man auch noch einmal sagen: also Jupiter im Witter, nicht zu überbordend sein, nicht zu, ähm, nicht zu optimistisch sein, nicht zu unbeschwert sein. Einfach ein bisschen sich reduzieren, ein bisschen nüchterner sein. Also auf der einen Seite nicht in die Angst gehen, aber auch nicht ähm, zu optimistisch sein. Also, es ist so, ein, so eine. Ein gesunder Realismus, zu dem uns eigentlich die Jungfrau dann auch einlädt. Eine gewisse Nüchternheit, zu der uns die Jungfrau auch einlädt. Die nächste Spannung, die wir haben in diesem, in diesem Neumond-Horoskop, ist der Uranus im Stier, der ein Quadrat zur Venus im Stier. Löwen macht. Also Uranus im Stier macht ein Quadrat zu Venus im Löwen und auch zum Saturn im Wassermann. Was bedeutet das? Also Uranus im Stier habe ich ja schon ein Video gemacht. Das ist so dieser Wandel der Werte, der Wandel der, der, des Besitzes, der Wandel des Geldes, äh, der Wandel unserer Gesellschaft und der drückt auf Venus im Löwen, wo es ja eigentlich um Sinnlichkeit geht, um Lebenslust, um Lebensfreude, um Ausdruck, äh, um die Sexualität und da ist ein Quadrat hin. Das heißt, das heißt, da, da erlebst du Einschränkungen, da erlebst du auch diesen, diesen Druck ein bisschen, dann erlebst du auch, dass es nicht so locker sein kann, nicht so leicht sein kann. Also alle Vorzeichen stehen darauf, dass man sagt, gesund reduzieren. Ja? Und Reduktion, wo ist, ist ein Wandel, wo ist eine Reduktion möglich? Ich sage jetzt gar nicht, dass das weniger werden muss. Es kann nur sein, dass man auch un, un, also ungesunde. Eigenschaften einfach reduzieren soll und mit gesunden ersetzen. Also das kann auch ein Wandel sein. Das heißt jetzt nicht, dass da alles weg ist. Das heißt nur, es ist ein gewisses Umdenken, es ist ein gewisser Wandel und der wird da schon astrologisch jetzt so gepusht und gefördert, also das nächste Monat auch. Also wirklich dieses, dieses aufs Wesentliche reduzieren, gesünder sein, klarer sein, also da ist schon so ein Druck hin. Saturn-Uranus ist ja immer so wieder dieses Zerbrechen der Form. Das heißt, es kann sein, dass da schon wieder neue überraschende Regeln kommen, irgendwas exzentrisch, was wieder kurz da ist und hält und, und nicht hält. Ähm, da fallen natürlich gewisse äh, Bestimmungen, Gesundheitsbestimmungen ein. Es kann natürlich auch sein, dass es gewisse. Unterstützungen gibt von der staatlichen Seite noch, also so finanzielle Mittel, Unterstützungen, da würde auch so ein, ein Biquintil vom Blut auf Sonne hinweisen, das ist jetzt egal, das ist so eine, ein bisschen so eine Unterstützung, kann sein, dass da noch was verabschiedet wird, das heißt, naja, wie gesund das dann ist, dass das permanent der Staat die Menschen fördert, das sei jetzt mal dahingestellt, ja. aber also ökonomisch gesehen, aber das kann durchaus auch sein oder dass eben neue Regeln kommen, neue Einschränkungen bezüglich äh, Covid-Bestimmungen, dass da, dass man da wieder irgendwas erlebt oder irgendwas, ähm, irgendwas mitkriegt, also das ist da durchaus möglich. Ja, also das sind so mal die, 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 die wirklich diese, diese Spannungsaspekte. Wir haben auch noch einmal eine Opposition zwischen Venus und Saturn. Also, das wäre auch noch einmal so dieser Bremser. Also, auf der einen Seite der Druck durch die Wandlung, also wo man spürt, okay, Moment, da geht jetzt was nicht mehr so, also durch Uranus im Stier. Und dann kommt noch so: da reiß dich zusammen, sei, sei ein bisschen klarer, sei ein bisschen nüchterner, leb nicht über deine Maßen, leb nicht über deine Verhältnisse, ähm, sei sparsamer. Das sagt auch der Saturn im Wassermann. Aber er sagt auch gleichzeitig über diese Wassermann-Qualität, meiner Meinung nach, sei auch kreativ, sei gewiefter. Also sei sparsam, sei nüchtern, sei klar, aber sei auch inspiriert zu Neuem. Und deshalb sehe ich jetzt dieses ganze Horoskop, diesen ganzen Druck, der da hochkommt. Das ist jetzt keine, keine so eruptive Energie, wie sie jetzt letztes Monat war, ja, wo, wo schnell mal eine Wut hochspringt und schnell mal was hochgeht, äh, sondern ich würde dieses, diesen, diesen September, diesen, diesen August jetzt mal so deuten, Ende August, Anfang September würde ich eher so interpretieren, dass ich sage, okay, jetzt kommt eine, äh, eine Buchhaltung, eine nüchterne Buchhaltung und es kommt, wo wir zu sehr Druck spüren, sind wir dazu aufgerufen, kreativ zu sein und aus, und aus diesem Druck zu lernen und uns dementsprechend auch zu wandeln und zu verändern. Das heißt also, das ist kein Schicksal, dass man sagt, alles stürzt jetzt ein und alles ist schlimm, sondern es ist eigentlich eine Riesenchance. Buch zu führen, Buch zu halten, klar zu werden, was, wie lebe ich denn jetzt? Wo, wo habe ich vielleicht ungesunde, ungesunde Lebenseinstellungen? Wo, wo gebe ich zu viel Geld aus? Wo bin ich ein bisschen zu verschwenderisch? Wo bin ich ein bisschen zu genussüchtig? Ähm, und da ganz klar, äh, wie gesagt, das runterzubrechen und sagen, okay, was wäre denn da statt einer... Un, äh, na, einer ungesunden, einer bisschen vielleicht unklugen Entscheidung eine kluge Entscheidung und da einen neuen Weg, eine neue Vision zu finden und das ist denke ich die Botschaft dieses Horoskops. Ja, das es mal für das Neumond-Horoskop in der Jungfrau für den September und wenn dir das Video gefällt, dass mir einen Daumen hoch da, wenn du Fragen hast, schreib's in die Kommentare. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Arini. Tschüss, bis nächstes Mal.